So, hallo. Nein, wir machen nicht mit dem Drachenfeuerschatz weiter. Der bleibt erstmal Drachenfeuerschatz. Das machen wir immer mal so, immer mal, wenn wir ein bisschen Zeit noch haben und sonst nichts zu tun ist. Was ja nicht der Fall sein wird, weil wir ja immer noch was zu tun haben. Dann gehen wir da ein bisschen rein. Jetzt machen wir erstmal nächstes Level. Am Belen Center Mitarbeiterbereich. Oh, okay. Ja, dann rein da. Mitarbeiterbereich. Okay. Ah, ich bin noch der Maulwurf, ne? Ja, okay. Halt, Schwert, ich will das Schwert. Nein, ich habe ihn gekillt. Mist. Ich will doch das Schwert haben. Ah. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein aktuell. Kann ich das Fass kaputt machen? Aha. Aber war nicht wichtig. Okay, ich glaube, hier draußen ist keine Mission. Ich hoffe jetzt mal, dass hier draußen keine Mission ist. Gehen wir rein. Ah, da ist mein neues Schwert. There we go. Ah, ich liebe es. Hier geht's nicht weiter. Bin gespannt, ob wir alle Secrets finden. Also wir haben ja fünf Waddledees. Oh, das ist wieder so ein Schlaf-Kirby. Okay, nicht, dass es... Okay, ich muss kurz... Nicht, dass es heißt, hier, nimm ein Nickerchen und das ist eine Mission wieder. Das wäre blöd. Deswegen nehmen wir jetzt ein Nickerchen hier. Okay, war hier keine Mission. Aber vielleicht woanders, ne? Vielleicht schlafe... Was weiß ich. Oh, hier sind Geister unterwegs. Okay. Das heißt, der Mitarbeiterbereich ist ein bisschen... wie sagt man? Gruselig gestaltet. Okay. I see, I see. Vielleicht gibt es ja dann so wie im Geisterhaus wieder eine Mission, dass man die Geister nicht berühren darf oder sowas. Wobei sich bisher eigentlich kaum etwas wiederholt hat. Eigentlich war es immer was Neues. Also immer wenn ich dachte, ah, das gab es ja schon mal in der Variante. Dann war es eben doch nicht so, weil doch wieder was Neues sich ausgedacht wurde. Was ich ja cool finde. Was habe ich denn jetzt? Ach, ich habe den Kollegen hier geschnuppert. Auch in Ordnung. Okay, drei Sorten von Eiscreme. Gut. Okay, das ist jetzt mal so ähnlich, dieses, ne, dass man zu essen finden muss, aber das ist trotzdem anders verpackt. Also finde ich ganz cool. So. Aha, hier muss ich rein. Aua. Aber viel zu offensichtlich. Ist hier noch irgendwas anderes vorher? Nein, okay. Bäm. Ach, und jetzt ist der weg. Ach, so kann man die Dinge auch wieder loswerden. Interessant, interessant. Oder hoffe ich jetzt nur... Oh, ich hätte nicht hier durchgekonnt mit dem Ding und hier irgendwas machen können. War hier irgendein Boden, der brüchig aussah? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Nee, das sieht okay aus. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Vor allem, wir haben noch keinen einzigen der fünf Waddledees gefunden. Das ist schon wieder sehr interessant. Oder ist der Typ wieder da? Ist das Ding wieder da? Nee, okay. Oh, das war knapp. Fast hätten sie mich berührt. Ich probiere mal wirklich auf dieses Nicht-Berühren zu spielen. Okay.
Kann ich in das Loch da rein? Nein, ist einfach Deko oder was? Okay. Jetzt höre ich aber einen Waddle-Dee. Einen hört man gerade. Und jetzt ist er weg. Wait, der ist da drüben dann irgendwo oder was? Hier hört man ihn. Hey, der muss doch da drin sein. Okay, was habe ich verpasst? Naja, also hier kann ich nicht runter. Das muss mit dem Loch was auf sich haben, aber vielleicht geht es auch erst später. Oder ich kann, warte mal. Bitte bleib hier, Schwert. Okay, Schwert bleibt hier. Kann ich da saugen? Nö. Hä, wo ist denn der? Ach, vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht ist er auf der Seite und man hört ihn hier einfach nur. Nee, ist aber auch nicht der Fall. Hä? Okay, also muss ich mir mal merken, dass der da hinten ist auf jeden Fall ein Waddle-Dee. Ah, jetzt. Okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, es geht hier die ganze Zeit darum, dass man die Formen ausfüllt. Und dann, wenn ich das ausfülle, dann ist die Figur wieder, die Fähigkeit wieder weg. Ah, okay. Dann ist nur immer die Frage, hätte man noch was anderes vorher mit dem Ring machen können. Weil der Ring, ich kann den jetzt ja nicht mehr nutzen. Der Ring ist jetzt ja weg. Aber okay, okay, I got it. Also wann immer ich so eine Figur in der Wand sehe, weiß ich, dass ich relativ schnell eine Fähigkeit bekomme, die zu der Figur passt. Ja, der Ring ist weg. Okay. Ah ja, jetzt gibt es dann hier den Getränkeautomaten. Da hört man auch schon wieder den Kollegen. Da unten ist er. Und hier kann ich zerschneiden. Okay, dann gehen wir erstmal runter. Die Frage ist dann nur, wie kommt man mit dem Getränkeautomat... Okay. Wie kommt man mit dem Getränkeautomat eigentlich wieder hoch? Na gut, das ist dann... Oh, dahinter ist was. Nein, ich wollte dich noch nicht. Aber ist eigentlich egal. Weil so kann ich erstmal Energie mehr wiederholen. So. Easy. Okay, eine Kapsel ist hier. Aber sonst nichts, ne? Gut. Hier ist auch nichts weiter. Oh, Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. So, weg mit euch. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich ihn für irgendwas anderes hätte noch nutzen müssen, aber das werden wir alles noch sehen. Sollte das der Fall sein. Nummer 2. Nummer 2. Okay. Was tun? Sieht nicht so aus. Gott. Ne, und ich glaube, durch die Türen kann ich mit den Fähigkeiten eh nicht durch. Ich glaube, dafür ist man zu... Weiß ich nicht. Oh, da ist... Ne, das ist kein Eis. Das kann nicht zu der Mission gehören. Die Mission war ja Eissorten. Aber in jedem Fall gut Energie zu bekommen. Weil ich jetzt wieder den Schuss habe. Gut, einen Schuss habe ich sowieso, aber... Ja. Aha.
Oh, brauche ich den Bumerang hier hinten? Nö. Ich muss einfach nur kämpfen. Oh, das ist aber eine sehr nette Arena. Also, gar nicht. Oh. Ah, Mist. Da ist mein Schuss weg. Aber es macht nichts. Dann kann ich auch einfach draufhauen. Oh, ich brauche den Hammer. Aha. So, aber jetzt holen wir uns das Schwert wieder. Oder brauche ich den Hammer später noch? Ich weiß es nicht. Ich will mit Schwert laufen. Schwert ist cool. Was haben wir hier? Kapsel? Ah! Neuer Hammer. Na, okay. Sehr gut. Blaupause ist natürlich noch viel besser als eine Kapsel. Jetzt stellt sich mir nur die Frage... Brauche ich den Hammer hier für irgendwas? Wenn ja, muss ich halt zurückgehen. Ich kann ihn mir ja jederzeit holen. Okay, da brauche ich auf jeden Fall den Ring. Hierfür brauche ich auf jeden Fall den Ring wieder. Okay. Aber wir haben hier... Wir hören hier immer noch einen Waddle-Dee. Wo soll denn der sein, hä? Hier hört man den ziemlich deutlich. Aber, hä, aber hier ist nichts mehr. Ist vielleicht ist es auf der anderen Seite die Kiste. Na, vielleicht ist es hier die Kiste. Weil hier hört man den auch noch so ein bisschen. Okay, aber erstmal brauchen wir den Ring. Ich sehe den Ring. Okay, holen wir uns erstmal den Ring. Oder gehen wir erstmal hier durch. Da ist das Eis, das zweite. Sehr schön. Oh, da ist wieder ein Schlaf-Kirby. Ich weiß halt nicht, ob es eine Mission ist. Schlaf in einem der... Ja, komm, wir schlafen eine Runde. Auch wenn ich voll aufgeladen bin und es eigentlich nicht bräuchte. Oh, ich sehe was. Wir brauchen den Hammer. Oder kann ich das so auch reinhauen? Natürlich nicht. Okay, ich komme nur an den Ring ran. Ich dachte, ich kann den einfach einsaugen. Ah, ich komme nur an den Ring, wenn ich mit dem Hammer... Okay. Ja, dann war es das mit dem Schwert an der Stelle. Dann war es das leider mit dem Schwert. Okay. Alt wollte ich gar nicht. Ach so, von hinten. Bam. Na, wer hätte das erwartet? Yay, jetzt kann ich überall alles wegpusten. Wusch. Oh, eine Kapsel. Schon die dritte in der Runde auch. Auch das sind Level, wo es recht viele Kapseln. Okay, und das ist der, den man gehört hat. Alles gut. Nummer 4. Einer fehlt noch, ein Eis fehlt noch und eine unbekannte Mission haben wir. Ne, zwei unbekannte Missionen haben wir sogar noch. Oh, oh. Wir dürfen hier nochmal durch. Also vermute ich jetzt mal. Aber es ist ja auch noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir ja noch eine. Oh, okay, hier muss der Ring rein.
Oh ne, hier muss der... Hä? Wait. Hier muss was Größeres rein. Hier muss der Ring rein. Wieso springt er denn nicht? Hopp! Okay. Aha. Ah, da drüben muss... Okay, ich verstehe, was da drüben rein muss. Der Kollege hier muss da drüben rein. Oh. Oh ja, aber ich muss den wahrscheinlich... Darf wahrscheinlich nicht zu viel Wasser verschwenden. Damit er da reinpasst. Yes. Und da ist der dritte. Der dritte, der fünfte, der letzte. Aber hier ist kein drittes Eis. Okay. Aber muss ja auch nicht. Okay, aber Waddle Dee ist damit vollständig. Ich könnte jetzt nochmal das Dings holen, aber muss jetzt auch nicht sein, denke ich mal. Na, komm. Meine räumliche... Oh, da ist schon wieder eine Kapsel. Das ist jetzt wirklich... Oh mein Gott. Das ist jetzt die vierte schon. Oder die dritte? Ich weiß es nicht. Ah, das ist... Okay, das ist dieses Ding. Da war die Eissorte. Habe ich gar nicht gesehen. Die kam irgendwo her. Ich weiß gar nicht, woher die kam. Die Frage ist nur... Ja. Nutze verschiedene Vorstufenmodium durch die Löcher, durch alle Löcher. Okay, wir sind durch alle Löcher, es gibt eine Mission, aber eine Mission fehlt uns. Eine Mission kennen wir nicht, aber werden wir gleich kennenlernen. Werden wir gleich kennenlernen, ja. Wahrscheinlich... Vielleicht den Typ besiegen, ohne getroffen zu werden. Das könnte eine Sache sein. Wir werden es gleich sehen, was ich tun muss. Deswegen war dann Bumerang davor. Ach, komm schon. Okay. Wir gehen mit dem Bumerang rein. Wir gehen mit dem Bumerang rein. Ist in Ordnung. Mäh. Und das vorletzte Level ist offen. Die Mondscheinkluft. Das klingt super cool. Und die nächste. Schatzstraße. Und noch eine Schatzstraße. Also Bumerang holen. Aber vorher können wir uns wieder mit dem Schwert hier durchschnetzeln. Metzeln. Geht ja schnell. Wir müssen jetzt ja tatsächlich überhaupt nichts... Nichts Komisches machen. Wir müssen ja einfach nur durch. Das geht jetzt ja wirklich richtig fix. Hätte nicht gedacht, dass der mich trifft. Interessant. Interessante Reichweite auf jeden Fall von dem Kollegen.
So, aber wenn wir schon hier nochmal durchlaufen, können wir auch die ganzen Kapseln nochmal mitnehmen. Gar kein Thema. War auch eine Kapsel, ne? Ach, aber ich bräuchte das Schwert, um jetzt hier... Ah, okay, wir kommen nicht runter, ist egal. Dann kommen wir nicht mehr runter, wurscht. Vielleicht wird es mit dem Boomerang auch gehen, aber ist jetzt, wie gesagt, ist wurscht. Nicht weiter wichtig. Wir sind ja deswegen hier. Das, was da oben ist, deswegen sind wir ja da. Ach, ich hätte das Schwert ja sogar... Ich bin der Trottel. Ich hätte das Schwert ja sogar noch... Egal, wie gesagt, egal. So. Moment, ich darf die Power aber nicht verlieren, ne? Da muss ich, oh, muss ich aufpassen. Ja, da muss ich aufpassen. Na? Und tschüss. Nice. Da haben wir die Mission. Okay. Ja, dann gehen wir raus. Ich darf ja leider nicht das Level verlassen. Was ich nach wie vor komplett unnötig finde. Aber nein. Gibt halt einfach keinen Grund, es nicht einzubauen, dass man das Level verlassen kann, nachdem eine Mission geschafft wurde. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ach, da war das Eis. Okay. So. Bam. Okay. Holen wir uns den neuen Hammer. Im Waddle-Dee-Dorf. Und dann machen wir noch ein paar Schatzstraßen. Hui! Yep. So. Hat sich da eigentlich noch mehr getan jetzt? Wir bauen ja auch die Stadt ständig weiter. Aber okay, nein, geht nur dahin. Gut. Yes. Gib mir den dritten Hammer. Oh, er hat mir was zu erzählen. Ja. Boomerang ist in der ersten Hälfte von auf der... Damn, ich habe die verpasst. Okay, die habe ich nicht gefunden, obwohl ich ja mittlerweile eigentlich schon der Meinung bin, dass ich gut suche. Ich habe die verpasst. Wo ist die denn? Ach, wird mir gar nicht gesagt. Okay. Okay, interessant. Also wir wissen jetzt, dass wir eine verpasst haben und wir wissen auch wo. Aber nicht wo genau. Okay, dann müssen wir da gleich nochmal rein. Machen wir den Boomerang auch auf Level 3. Sehr, sehr schön.
Yay! Boah! Wilder Hammer! Wusch! Ja. 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 Okay, nichts Neues. Gut. Nice, nice, nice. Ja, dann müssen wir mal zurück in die Oasenwelt gehen. Da müssen wir mal zurück in das Oasenlevel. Hier war das, ne? Genau. Also im ersten Abschnitt ist irgendwo die Blaupause für den Hammer. Für den Bumerang. Und der erste Abschnitt endet ja da hinten mit dem Stern. Okay, wo könnte ich was verpasst haben? Ich nehme mir gleich mal den Bumerang selbst. Bestimmt brauche ich den dafür. Wo habe ich den verpasst? Ich bin gespannt, wie offensichtlich es war und wie dumm ich war. Also ich weiß ja, da hinten ist dieser Blob, ne? Aber den Blob konnte ich nicht kaputt machen. Das habe ich ja versucht. Aber vielleicht hätte ich den auch doch kaputt machen können. Man weiß es nicht so genau. Hier komme ich auch nicht hin. Ja, hier, also hier erscheint mir nichts. Hier dürfte nichts sein. Dann geht es jetzt aber auch nur noch nach vorne. Wo habe ich da was verpasst? Oder gibt es hier irgendwo... Gibt es hier irgendwo die Wasserfähigkeit? Sodass ich dann den Blob doch kaputt machen kann. Hier gab es ja nur eine Kapsel. Mehr konnte ich hier hinten auch nicht machen. Nee. Nee, mehr konnte ich hier nicht machen. Okay. Hier gab es auch nur dieses Ding. Hier kann ich aber... Nein. Hier kann ich auch nichts anderes machen. Da hinten ging es dann zu der Oase. Da müssen wir uns da nochmal umschauen. Runter kann ich auch nicht. Und jetzt kommt schon der Blob. Ha, dann gehen wir da nochmal rein. Oh, vielleicht muss ich das niedermetzeln, das ganze Gras. Aber es wäre irgendwie krass, wenn hier so viele verschiedene Sachen waren, weil hier war eine Mission. Hier war eine Mission, hier war der Waddle-Dee. Wenn jetzt auch noch eine Schriftrolle, eine Schriftrolle sage ich schon, eine Dings ist, das wäre schon interessant. Aber hier ist nix, ne? Nee. Da draußen springt der Typ rum. Nee, hier ist nichts weiter. Ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht, wo man hier noch hin kann. Okay. Das wäre also jetzt der erste Ort für mich gewesen, wo ich was vermutet hätte. Aber... Scheinbar nicht. Okay, dann gucken wir doch... Oh, warte, was ist mit der Eidechse da? Ist die Deko? Oder kann die was? Ich glaube, die war nur Deko.
So, jetzt kommt der Typ. Aber ich habe keine Möglichkeit, den zu besiegen mit dem Bumerang. Und hier ist zu Ende. Aber hier, das ist die erste Hälfte. Hier dieser ersten Hälfte muss ja dann was... Dude. Hier in dieser ersten Hälfte muss ja dann was sein. Kann ich die Nuss zu dem Typen schicken? Ah, super. Ah, warte, kann ich hinter den? Nee. Hä? Wo soll denn dann hier ein Bumerang sein? Ne Dings. Weil die erste Hälfte ist hier, wie gesagt, zu Ende. Bin ich denn so blind? Habe ich es denn jetzt wieder... Habe ich es denn jetzt schon verpasst? Menschenskinder. Also ich kann hier nichts tun. Interessiert den alles überhaupt nicht. Ha. Wo habe ich die Rolle verpasst? Hier kann ich auch nicht runter. Energie holen. Ich wollte gerade sagen, was passiert eigentlich, wenn man mit dem Schlafen, mit dem ins Wasser geht? Okay, das passiert dann. Oder lädt gar nicht voll auf, der lädt nur ein bisschen auf. Ah, der kommt aber wieder. Ah, wahrscheinlich, weil er zu einer Mission gehört. Ja, weil er zu einer Mission gehört, ne? Und die Feuerviecher kamen nicht wieder. Obwohl sie zu einer Mission gehen. Ich verstehe... Irgendwas sagt mir, dass ich vielleicht nochmal jetzt an die Wand gucken sollte und nochmal mehr Eidechsen finde vielleicht. Kann das sein? Dass jetzt die Eidechse woanders hin ist und ich da hinterher muss oder so? Keine Ahnung, ich denke gerade an die wildesten Sachen. Hier war die Kapsel. Aber hier ist auch keine Eidechse mehr jetzt, ne? Aber es scheint ja dann auch keine Fähigkeit dafür zu geben, die ich brauche. Sonst würde ja eigentlich normalerweise eine Fähigkeit wieder auftauchen. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Also wo habe ich was verpasst? Es glitzert auch nirgendwo was, dass man was auslösen könnte oder so. Auf den Schirm kann ich auch nicht rauf. Wo soll denn da eine Rolle sein? What? Also ich kann mir echt nur vorstellen, dass das irgendwas mit dem Viech da hinten zu tun hat, aber ich wüsste nicht, wie ich da vorgehen kann. Überfragt. Ich wüsste auch keine andere Fähigkeit, die mir hier hilft.
Weil hier war nochmal so ein Bumerang-Typ, aber was soll der mir sagen? Also, für mich sieht gerade alles einfach verdächtig aus, weil ich halt überhaupt nicht weiß, worauf ich das Spiel hinaus will an der Stelle. Wo hier was sein soll. Diese Blobs kann ich ja, wie gesagt, nicht einsaugen. Ja, nee, ich kann da nichts machen. Und hinter denen kann ich auch nicht. Also, da ist ja eine Wand. Das hieß doch in der ersten, im ersten Abschnitt. Weil hier geht's auch jetzt zum zweiten Abschnitt. Ich weiß nicht, wo hier was sein soll. Vielleicht muss ich als Maulwurf hier in das Level und muss hier irgendwas graben. Das wäre das Einzige, was ich mir gerade vorstellen könnte. Komm, wir holen uns mal die Maulwurf-Fähigkeit und gucken mal. Kann er mir den Tipp nochmal geben eigentlich? Oh, der gibt mir nur einmal den Tipp, oder wie? Nein, in der ersten Hälfte von Auf der Suche nach der Oase im Gebiet Originis Wüste. Passt schon, ich hab's richtig gelesen. Aber er sagt mir nichts. Kann ich mir denken, dass Meta Knight Schwert die beste, die beliebteste Fähigkeit ist. Ich glaube, die hat er damals noch nicht erwähnt, weil ich sie da noch nicht hatte. Dass man da nicht gespoilert wird oder so. Was ist denn jetzt hier graben? Ach ja, der Stift. Mal schauen. Ich habe so ein paar Ideen. Aber die Frage ist auch wieder, was zählt für die als erster Abschnitt? Aber für mich zählt als erster Abschnitt bis zum Stern. Ich meine, klar, das Level hat mehrere Abschnitte. Es hat nicht nur zwei Abschnitte, ne? Aber was zählt als erster Abschnitt? Ich denke, für mich zählt bis zum Stern als erster Abschnitt. Okay, hier kann ich schon mal nicht durch. Das wäre die erste Idee gewesen. Vielleicht bei dem? Kann ich irgendwo durch? Nein. Hier komme ich auch nicht durch. Und so komme ich ja auch nicht durch, ne? Nee, das... Also, ich kann unterm Boden, kann ich nicht unter diesem Blubberzeug durch. Jetzt irgendwo durch? Nein? Okay. Im Wasser kann ich das eh nicht, ne? Okay, jetzt kommen dann die Abschnitte hier. Ich könnte mir halt denken, dass man hier irgendwo buddeln kann, in einen von den Dingern. Oh, die sind sogar fest. Ich kann hier gar nicht buddeln. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist hier gar nicht erlaubt, okay. Mist, so langsam gehen mir meine Ideen aus, die ich hatte. Muss ich gestehen. Da ist wieder die Eidechse. Aber die ist auch nur hier an der Stelle, ne?
Gott, was tue ich? Ja, wow! Scheiße. Jetzt ist es weg. So, was mache ich mit dieser... Die Eidechse ist irgendwie verdächtig. Kann ich die einsaugen? Ja, aber die krabbelt... Die krabbelt hier hin. So, und dann ist sie weg. Wie wenn da was wäre. Das ist der einzige Ort, wo so eine Eidechse ist. Die ist sonst nirgends. Ich verstehe das nicht. Mit diesen Nüssen hat es ja auch nichts auf sich, weil die gehen ja einfach kaputt. Komme ich auch nicht irgendwo anders hin. Nee, keine Chance hier irgendwie nach hinten oder woanders hinzukommen. Es ist alles dicht hier. Da ist nichts, ist kein Durchgang. Nix Durchgang, gar nichts. Checkt das nicht. Keine Chance. Hier geht's halt auch nicht runter. Jetzt sind wir wieder hier. Aber an ihm komme ich ja auch nicht vorbei. Also ich komme halt so hinter ihn, aber... Nützt mir nichts. Okay. Wir assumen jetzt mal, dass das hier nicht als erster Abschnitt zählt, sondern der nächste Teil auch noch als erster Abschnitt zählt. I don't know. Aber ich meine, das ist doch eigentlich jetzt ein neuer Abschnitt, so. Also, da wo ich jetzt bin, das ist doch jetzt ein neuer Abschnitt. Hoppala. Also, das ist doch jetzt eigentlich ein zweiter Abschnitt. Doch jetzt eindeutig ein zweiter Abschnitt. Ich verstehe. Ich verstehe das nicht. Aber das ist der Teil, stimmt, wo ich den anderen Weg gegangen bin. Aber ich meine, das war ja der Bonusweg, den ich gegangen bin. Also hier geht es ja wahrscheinlich einfach schneller weiter. Ich bin ja den Weg hier hinten drum gegangen. Da stimmt, da ist auch noch so einer. Aber hier ist auch kein Wasser. Also, aber es ist ja eh, also das ist doch eh nicht der richtige Abschnitt. Das erzählt mir doch keiner. Das hier ist doch eh nicht der richtige Abschnitt.
schon der zweite Abschnitt. Hier kann nichts mehr sein. Nee. Überlege gerade, ob ich darüber schweben kann einmal. Das werden wir gleich mal probieren. Aber wie gesagt, es ist ja eh nicht. Also... Nee, das ist eine komplette Wand. Nee. Also erster Abschnitt ist halt eine ziemlich komische Dings. Und ich weiß nicht, ich habe doch jetzt alles abgeguckt. Wo soll denn da jetzt was sein? Was übersehe ich denn? Also ich muss doch irgendwas übersehen. Kann ja auch nichts sein auf dem Weg. Aber es wäre ja eh auch längst der nächste Abschnitt. Also, das ergibt ja alles keinen Sinn. Das haben wir alles gemacht. Das ist... Nein! Und ich würde wetten, dass dieses Tor einfach dann dahin führt, wo das andere Tor halt auch hingeführt hätte. Und das ist ja nur ein Bonusabschnitt. Und jetzt sind wir auf jeden Fall ganz weit hinten im letzten Abschnitt. Also das ist... Das kann alles nicht sein. Ich meine, das Spiel ist kurz zu Ende, dass mir die Sachen gespeichert werden, die ich eingesammelt habe. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Und den ersten kriege ich halt nicht kaputt. Also den, der im ersten Abschnitt ist. Da ist kein so Wasser nirgends. Ich wüsste nicht, wie ich da... da vorgehen könnte. Da ist auch kein Ding, wo ich mit Maulwurf durch kann. Das haben wir ja auch gerade alles getestet. Ich bin überfragt. Was habe ich übersehen? Wo ist... Es kann doch nicht so schwer... Es ist... Bisher waren doch jetzt keine Secrets, die notwendig sind, so schwierig zu finden. Also es kann doch gar nicht sein. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal davon aus, die wollten eigentlich letzter Abschnitt schreiben. Und es ist hier in irgendeiner Pampe. Und ich muss die ganze Pampe wegmachen. Wir probieren das mal. Achso, einer auf Mario Galaxy wollte ich schon sagen. Mario Odyssey. Ich muss nur kurz mein Auge reiben. So. So, hier ist jetzt alles weg. Weil da unten ist nämlich auch so viel Pampe. Ich weiß nicht, ob die nicht auch weg muss, vielleicht. Das wäre zwar irgendwie dumm. Jetzt ist aber alles weg an Pampe, ne? Hm.
Schade. Tja. Tja, dann weiß ich auch nicht. Nee, dann haben wir jetzt auch lang genug gesucht. Ich habe keine Ahnung. Also in dem Level ist der dritte Boomerang. Aber ich komme nicht dran. Ich weiß nicht wo, wie, was. Was ich tun kann, Ich wette, das hat mit dem Viech im ersten Abschnitt zu tun. Mit diesem Blob. Aber ich weiß halt nicht, wie ich da... Keine Ahnung. Welche Fähigkeit muss ich hier reinnehmen, um mit diesem Blob umzugehen? Okay, eine Idee hätte ich noch. Aber das wäre schon sehr wild. Das wäre schon sehr wild, wenn das möglich ist. Aber das probieren wir jetzt. Das probieren wir jetzt. Und zwar haben wir doch... Nee. Welche war das denn? Das war die Fähigkeit, ne? Ich meine, ich habe einen Versuch. Ich glaube nicht, dass das die Viecher damit kaputt geht, aber ich wollte es einmal probiert haben. Irgendwas muss doch in diesem ersten Abschnitt sein. Das macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, wo das ist. Zu wissen... Nein, andersrum. Zu wissen, dass da etwas ist und es nicht zu finden, das macht mich wahnsinnig. Also ich kann ja hier auch nicht irgendwo hoch oder so, auf diesen Balkon da. Ich kann hier hinten nirgends hochfliegen. Hier ist das ausgetrocknete Becken. Und so, es gibt so viele Hinweise einfach, dass hier irgendwas sein könnte und ich einfach nicht weiß, was und wo. Zum Beispiel, dass hier so Blöcke rumliegen überall, aber auch das, ich verstehe es nicht. Hier ist so ein Wasserbecken, ob man das Wasser irgendwie rüberbringen kann, aber ich wüsste auch da nicht, wie. Dann ist hier nochmal so ein Bumerang-Typ so extra so komisch positioniert. Es wirkt alles so merkwürdig, wenn man was sucht. Und diese Eidechse hier, die macht mich wahnsinnig. Die ist einmal, die ist nur hier, ansonsten ist die nirgends. Geh kaputt. Den überhaupt nicht. Kann die Schlange dieses Ding essen? Kann ich die Schlange hierher lotsen? Kommst du mal her? Komm halt mal her. Nee, weiter kommt die nicht, oder wie? Hier kommt sie hin. Wie kann ich die eigentlich besiegen, wenn ich nicht eine Fähigkeit, hoppala. Wenn ich nicht eine Fähigkeit habe.
Ach so, die kann ich doch auch einsaugen. Schade. Aber das war jetzt interessant. Die Schlange... Die Schlange wird nicht zu einem Stern, oder was? Die Schlange kommt als Schlange wieder raus. Okay. Was bist du? Warum bist du hier? Warum bist du komische Eidechse hier? Ich verstehe es nicht. Ah, nee, ich weiß es nicht. Ich werde es nicht finden. Ich werde es nicht rausfinden. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Das Viech kann ich auch nicht einsaugen. Dachte ich ja kurz, vielleicht muss ich die Nuss zu dem Viech schießen, aber die geht ja auch viel, viel zu schnell kaputt. Nee. Ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Ich habe keine Ahnung. Wir schließen hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja... Ich dachte auch, vielleicht ist hier irgendwie was, dass man hier irgendwo rein kann. Irgendeine Tür oder so. Aber hier ist alles zu. Hier ist alles zu. Nichts, was irgendwie einen Hinweis gibt, dass hier was sein könnte. Aber wie gesagt, die Eidechse verwirrt mich einfach am meisten. Die ist nur dort. Die ist wirklich nur dort. Achso, okay, die Viecher werden alle nicht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte, die waren immer zu Steinen, aber man spuckt die Viecher. Okay, man spuckt die Viecher grundsätzlich aus. Never mind. Aber schaut mal, hier ist nirgendwo sonst eine Eidechse. Nirgends. Nur hier. Was? Warum geht die in diesen Busch? Was ist hier? Warum geht die zu diesen Büschen? Hier ist nichts. Hier kann ich nichts tun. Die Lösung ist wahrscheinlich so simpel und ich bin einfach so dumm. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Und ich werde es auch nicht verstehen. Hier gibt es auch eine... Ich habe aber auch keine andere Fähigkeit, mit der ich irgendwas... Also ich habe ja keine Wasserfähigkeit. Nur wenn ich so einen Schlauch, so einen Wasserhahn finden würde. Aber hier ist ja nichts. Nee. Nee. Keine Ahnung. Müsst ihr mir entweder sagen oder ich muss nachschauen. Ich habe jetzt lang genug gesucht. Ich find's nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war, ja, eine interessante Folge. Die letzte halbe Stunde eigentlich relativ unnötig, aber gut. Und tschüss. Okay, ich hasse alles. Ich habe nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ich sag nichts dazu.
Ihr folgt mir jetzt einfach mal und könnt euch dann selber ein Bild davon machen. Ich hätte es nie gesehen. Ich hätte es. Das wäre mir nicht aufgefallen, dass da was ist, ne? Sick. Aber ich verstehe nicht, warum die dann sagen: erster Abschnitt. Ab wann beginnt denn dann ein zweiter Abschnitt? Ab der Tür? Nicht ab dem Stern? Wo ist der zweite Abschnitt? Das ist doch der zweite Abschnitt. Das ist doch kein erster Abschnitt. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann komme ich in den dritten Abschnitt. So. Das ist doch kein erster Abschnitt, da, das, wo ich jetzt den... Also... Ist das einfach nur falsch übersetzt und ist das im Englischen dann richtig? Oder haben die da auch geschrieben, First Dings? Weil das war ja das, was mich am ehesten verwirrt hat. Verstehe ich nicht. Bitte um Aufklärung. Wie gesagt, ja, ich bitte um Aufklärung. Klärt mich auf, warum ich das nicht richtig verstehe, was der erste Abschnitt eines Spiels ist. Wenn die schon den Abschnitt unterteilen, und das tun sie ja, sonst würden sie ja nicht von einem ersten Abschnitt sprechen. Warum ist dann nach dem Stern kein zweiter Abschnitt, sondern erst nach der Tür? Hä? Beides hat einen Szenenübergang. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist ein komplett anderer Abschnitt. Der erste Abschnitt ist der, wo man um die Oase rumläuft. Der zweite Abschnitt ist der, wo man zu dem Turm geht. Der dritte Abschnitt ist der hier. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. So ein Blödsinn. So, jetzt holen wir uns auch noch den Bumerang, den dritten. Und dann... Dann schließen wir wirklich den Part ab. Ey, so ein Schmarrn. Ja, ich weiß, dass du was hast für mich. Warum ist dann da diese eine einzige Eidechse ein einziges Mal? Die ist so verdächtig. Sägezahnbumerang. Her damit. So. Falsche Seite. Let's go. Yay. Das sieht ja wild aus. Yo. Das gefällt mir.
Teilt er sich auch so auf in andere wieder? Ne, der aufteilt, aufgeteilt hat sich nur der Starkkampf-Bumerang, ne? Ah, der prallt von Wänden ab. Oh, okay. Oh, ich verstehe. Oh mein Gott. Yo! Okay, das wird... Das sehe ich jetzt schon, dass das eine krasse Mission wird, dann, wenn wir das in Dings machen müssen. In hier weißt du schon. Auf einer Schatzstraße. Das wird eine böse Mission. Das wird eine richtig böse Mission. Okay. Gut, aber dann haben wir jetzt auch den Sägezahnbumerang. Es war halt komplett verwirrend, dass der vom ersten Abschnitt redet. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.